Die folgenden vier Lektionen machen die meisten Menschen falsch, die eine Immobilie in Spanien kaufen. Lektion 1. Sie vertrauen blind auf das, was der Makler sagt, ohne vorher selbst nachgeprüft zu haben, ob der Verkaufspreis überhaupt ein realistischer Preis ist und dem Marktpreis entspricht. Es gibt so gute kostenlose Werkzeuge, die einem helfen können, diesen Marktpreis vorab von zu Hause aus schon mal zu ermitteln, um dann entsprechend auch später eine Grundlage zu haben, um mit dem Makler zu verhandeln. Dann stellt sich raus, aufgrund deiner eigenen Recherchen, dass der Verkaufspreis eigentlich viel zu hoch angesetzt ist, dann hast du eine viel bessere Verhandlungsmöglichkeit, um den Preis nach unten zu drücken. Natürlich musst du auch noch gucken, wenn die Immobilie als Geldanlage gekauft werden soll, sprich wenn du damit Geld verdienen möchtest durch die Mieteinnahmen, dann musst du natürlich vorher auch noch die Mietpreise vergleichen, die für vergleichbare Immobilien in der Gegend angesetzt werden, um auch da später dann kalkulieren zu können und zu schauen, für welchen Preis du die Immobilie maximal kaufen darfst, damit sie sich überhaupt für dich rentiert. Lektion 2, Thema Steuern. Ich weiß, das leidige Thema Steuern. Man muss aber leider darüber sprechen, denn sie existieren nun mal. Insbesondere, wenn du eine Immobilie in Spanien hast, selbst wenn du in Deutschland lebst und gar nicht deinen festen Wohnsitz in Spanien hast, musst du Steuern in Spanien abführen. Und ich rede jetzt nicht von den Immobilien oder von der Wohnung, die du vermietet hast und wo du jeden Monat Mieteinnahmen bekommst. Das ist natürlich auch, muss natürlich auch Steuern drauf gezahlt werden, das ist klar. Aber ich rede von dem Fall, wo die Wohnung im Moment gerade leer steht. Aus welchen Gründen auch immer. Für diesen Leerstand fällt auch eine Steuer an, die beglichen werden muss, und zwar in Spanien. Nicht vergessen, machen leider ganz viele, wissen viele oft auch gar nicht. Und diese Unkenntnis kann tatsächlich viel Geld kosten, denn wenn die Finanzbehörde davon Wind bekommt, und das tut sie meistens, dann können hohe Strafzahlungen die Folge sein. Lektion 3. Geh nicht davon aus, dass die Bauqualität die gleiche ist, wie du es aus deinem eigenen Land gewohnt bist. Deutschland zum Beispiel. Da können wir Deutschen gehen eigentlich immer von einer ganz guten Bauqualität und Baustruktur aus. In Spanien ist dem leider nicht so. Selbst bei den Neubauten kann man nicht unbedingt immer mit der gleichen Bauqualität rechnen, wie man es aus seinem eigenen Land kennt. Auch dieser Gebäude-TÜV, den viele Makler als Argument nutzen, um einen höheren Verkaufspreis zu rechtfertigen, sagt leider gar nichts über die Bauqualität an sich aus. Du weißt anhand dieses Gebäude-TÜVs lediglich, ob Mängel vorliegen, die reparaturbedürftig sind, beziehungsweise die den Wert der Immobilie vermindern könnten. Aber über die Bauqualität an sich sagt es leider gar nichts aus. Und vierte Lektion, Thema Baugenehmigung. Bitte mach nicht den Fehler, den leider viele machen, und denke dran, bevor du eine Immobilie kaufst, frag nach Baugenehmigungen. Insbesondere, wenn wir von einem klassischen Fall sprechen, du hast dein Traumhaus gefunden, schönes Grundstück dabei mit einem tollen Pool drauf und hast nur leider vergessen vorher zu fragen, ob dieser Pool mit einer Baugenehmigung gebaut wurde. Stellt sich nämlich heraus, dass dieser Pool illegal gebaut wurde und bekommt die Gemeinde davon Wind, dann hast du ein hohes Risiko, dass du eine Strafzahlung auferlegt bekommst oder vielleicht sogar der Pool abgebaut werden muss. Und diese Strafzahlungen, je nach Fall natürlich, aber so zwischen 500 und 3000 Euro, kann schon mal anfallen dafür. Also, bevor du eine Immobilie kaufst in Spanien, denk an diese vier Lektionen und gehöre eben nicht zu diesen Menschen, die diesen Fehler leider erst viel zu spät merken.